Salut, wir sind Marseille, alle willkommen im Norden von der Gegend. Wir sind in Hunsport, eines von der schönsten und liebsten Dörfer in Frankreich. Da wartet auf uns der Simon Sommer. Sie wird uns in ihr Lädel mitnehmen und hat die Geschichte von dem Dorf erzählen. Jeder kennt das Schild Hunsport, Village Préféré des Français, ein Dorf, von dem der Simon Sommer Arisch hängt. Sie ist hier geboren und kennt die Geschichte vom Ort auf der Fingerspitze. Ein Dorf von einem 30-jährigen Krieg von Schweizer Bauern, wo er London wieder verlassen, wieder bevölkert und aufgebaut war, mit Hilfe vom Herr. Man muss wissen, vor der Zeit sind Häuser in Hunsport klar nachgewahren. Sie haben Stroh auf den Tischen und man kann Schädigen gehabt. Und auch Christian Vier hat noch gesagt, so, jetzt bauen wir auch Stallungen und Schädigen. Dann haben sie immer das Vieh in der Wald. Fast ernähren, aber dann ist der Mist auch im Wald geblieben. Und dann hat er gesagt, ihr nehmt ja Vieh mit Tarm, ihr lohnt Tarm, fiederes Tarm und den Mist morgen auf der Ogar, dass noch wieder zu etwas kommen. Und natürlich, warum weiss, auch eben, das hat zu dieser Schlichtheit gekehrt. Kein Shishi nicht. Eine Geschichte, die Simon gerne ins Licht bringt, damit man auch versteht, warum Hunsport so ist, wie es ist. Ein vergangenes Leben, wo sie einen ihre ursprüngliche Skier wieder erzählt. Also nehme ich euch jetzt mit auf den Rasen, ein bisschen in die Vergangenheit. Voilà. Da befinden wir uns schon einmal vor dem Bett von meinem Großvater. Und vielmals denken die Leute, das Bett ist zu kurz, aber das ist gerade so lang wie unsere. Nur sind sie ein bisschen breiter. Das hat man geheißen, le milieu. Und ich sage sicher, miteinander, auf dem Bett liegt Kelch. Jetzt, was ist der Kelch? Also, der Kelch ist unser Stoff. Man muss wissen, so vor 1830 hat jedes gute Haus ein Mädchen Tisse gehabt. Und dann haben sie ihren Kelch selber gewebt. Dann haben sie sich ein bisschen Geld machen im Winter. Und mit was haben sie ihn gewebt? Ganz einfach mit so einer, die sie gehabt haben im Feld. Und das ist gewann Leine und Hanft. Weil jeder Dame ist ein bisschen stoch. Aber Salomons haben sie nicht selber empfunden wie mir. Sich wohlfühlen ist nicht gewann wie mir, dass wir alles so waschen haben. Es sollte mich so halten. Kelch, wo so heißt, weil der Stoff mit Pastellblö aus Köln favorisiert war. Auf Elsässisch ist es also Kelchblö. Wenn ein Mädel den Schank voll Kelch gehabt hat, ist es gut, wenn es um heiraten. Umso mehr, wie sie gehabt hat, es ist ein Zeichen von Reichtum. Kleider, Geschirr, Werkzeuge, um in die Felder zu arbeiten. Hunderte von Objekten sind so im Laufe der Jahre gesammelt worden. Für Simon hat die Gelegenheit, manche Unwahrheiten zu korrigieren. Mich macht es immer ein bisschen traurig, wenn ich also mal besuche, wo unsere Region oder das Elsass natürlich darstellt. Nur hat man immer, was ja schön ist, aber die große Schlupfkappe. Und man muss wissen, dass es die große Schlupfkappe bei uns in der Region nie gegeben hat. Bei uns ist eine Schlupfkappe, sieht sie so aus. Wir haben auch einen Schlipfel, aber einen kleinen Schlipfel. Das ist jetzt zum Beispiel die Schlupfkappe vom protestantisch-ledischen Madel. Wer sie katholisch gewann, wird der Schlupf rot. Also man hat immer gewusst, was man vorne an sich hat. Wenn sie geheiratet hat, dann ist das Kabel so geworden. Und natürlich ist alles selbst gemacht worden, nehme ich schon. Ja, sowieso. Seit der Zeit hat jede Madel müssen lernen, dass sie eine gute Hausfrau wird. Sie haben schon einmal kein Telekot, das hat kein Ordinator gar nicht, nichts kann dann oben, ist gestrickt worden, Kegel, genägt. Dann zum Beispiel habe ich da etwas ganz, ganz Gefitztes. Schauen wir mal. Da hat das Mädel müssen lernen, das ist ein Muster gewesen für die Sonntagsschuss. Dann sie hat gelernt, die verschiedenen Muster zu stricken. Und wenn man das sieht, wie diese feine Arbeit ist, das hat sie müssen lernen, dass sie natürlich, schauen wir mal, das ist jetzt ein fertiges Paar, hat sie schon seit gern. Donc ici c'était l'écurie à l'époque. Hein? Voilà, et donc tout ce qui est couture fait moi-même. Et tricot c'est des copines. Und so erzählte Simon stundenlang, Nevo Müse hat sie ein kleines Lädel aufgemacht, um sie mit ein bisschen Leben ins Dorf zu bringen. Und plötzlich ist an unserer Frach oder Fresh mit der Florence Salbert, eine Rentnerin, die auch gerne auf Österreich reist und die auch gerne in der Lied ist.
Ich bin Florence Albert von Auvernat und bin Retraité, schon 24 Jahre jetzt. Was hast du früher hier geschafft? Bauen, wie ich gesehen, und hat mir sehr, sehr gefallen. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich laufe gerne und koche gerne, dann ich esse gerne. Und was kochst du gerne? Wenn die Fremden kommen, freue ich mich immer, mache die Suppe Städtle, die deine Mama schon gemacht hat. Und dann mache ich das ganz gerne für sie. Wie nimmst du uns mit in den Ferien? Ja, ganz sicher in Österreich. Das ist ein Land, das ich gerne habe, wo wir immer gesehen mit dem Mann schon Jahre, Jahre. Bist du gerne mit Leuten? Ja, ganz gerne bin ich mit den Leuten. Ganz, ich habe eine ganz Hüfe, Hüfe Freund, die mich nicht gehen lassen. Hast du eine schönste Erinnerung? Vielleicht das Schönste ist meine Jugend. Mit meinen Eltern, wo wir gewohnt sind, zu Hause in Donnerkirch. Wunderbar, wunderbar Eck vom Elsass. Was ist deine größte Qualität? Ich habe die Leute gern. Auch ich gern die Leute. Und deine größte Fehler? Ich esse zu viel, ich esse gern. Bist du frech oder frech? Nein, ich bin nicht frech im Leben, gar nicht. Also bist du immer brav? Ja, brav, ob, ja, sagen wir ja, eher brav, ja.